Moin moin und hallo. Ohne viel Umschweife wollen wir direkt zum Thema kommen. Heute geht es nämlich um die Traumdeutung. Wir erklären ein paar Begrifflichkeiten nach dem Alphabet, was sie bedeuten, wenn diese Gebilde im Traum auftauchen. Viel Spaß beim Zuhören! Die Details eines Traumes, mögen sie auch noch so unbedeutend erscheinen, können uns Aufschluss darüber geben, wie es um unseren seelischen Zustand gestellt ist. Was beschäftigt unser Unterbewusstsein? Was macht uns unterschwellig Sorgen, ohne es klar für uns definieren zu können? Diese Fragen können durch die Traumanalyse beantwortet werden. In dieser Berichtreihe gehen wir die einzelnen Buchstaben des Alphabets durch, um einen kleinen Einblick in diese sehr komplexe Welt zu bekommen. Im ersten Durchgang, zu dem auch dieser Bericht gehört, geht es um Orte und Zeitpunkte. Personen, Lebewesen, Gegenstände, Vorgänge und Gefühle werden in einer anderen Berichtsreihe erläutert. Auch werden wir nur einen Bruchteil der unter dem Buchstaben befindlichen Wörter analysieren. Wie schon erwähnt, dient es dazu, eine geringfügige Einsicht zu erhalten. Beginnen wir also mit unserer Auswahl an Traumorten. Abgrund. Dieses Traumbild steht für kritische Situationen oder Lebensschwierigkeiten. Hierbei ist es wichtig, ob der Träumende diesen überwindet oder hinabfällt. Die Bewältigung des Abgrunds verweist auf die Lösung der problematischen Situation hin. Also optimistisch. Das Herunterfallen hingegen weist die Angst vor dem Versagen auf. Der Grad, welche Formen der Abgrund annimmt, zeigt, wie das Unterbewusstsein des Träumers die erlebte bzw. momentan herrschende Situation auf Bezug auf die eigene Person einschätzt. Bei diesem erträumten Faktor sollte der Betroffene eine Entscheidung in der Gegenwart überdenken oder zur Lösung eines Konflikts mit anderen Parteien beitragen. Abend. Diese Tageszeit wird meistens durch harmonische Abendröte oder dem Gefühl des endenden Tages repräsentiert. Der Abend ist Ausdruck innerlicher Ruhe, Übergang zwischen Tag und Nacht. Der bevorstehende Feierabend. Auch kann er die Akzeptanz zum Lebensabend darstellen. Auch kommt es vor, dass geliebte Personen oder Tiere zu dieser Tageszeit erscheinen und diese spürbare Ruhe unterstreichen. Abenteuer. Der Träumende befindet sich in einer dynamischen Kulisse. Sie deutet die Verunsicherung in Bezug auf die Umgebung der Gegenwart an. Das Abenteuer, je nach erträumten Inhalt, kann Wunsch nach, aber auch Angst vor Risiko darstellen. Auch kann sie die Hemmung vor einem Abenteuer der sexuellen Hingezogenheit zu einer anderen Person darstellen. Je nachdem, welche Ausmaße der Traum annimmt, spiegelt sich der Reiz wie auch die Ablehnung des Riskanten, der sich in der Gegenwart in Situationen und Personen widerspiegelt. Altersheim. Das Traumbild ist stellvertretend für die Orte, die man begehen kann, die aber etwas ganz anderes bedeuten, als sie oberflächlich darstellen. Das Altersheim bzw. ein Ort, an dem mehrere ältere, vom Leben gezeichnete Personen verweilen, stellt eine Aufforderung dar, sich selbst als Charakter anzuerkennen. Die darin zum Ausdruck kommende Akzeptanz zu sich selbst kann den Wunsch darstellen, sich mit Zielen im Leben zu beschäftigen, die einem eher liegen und sich nicht zu verbiegen. Ausland. Das Gefühl, in der Fremde zu sein. Ein unbekannter Ort mit anderem Klima. Sich nicht zum Kollektiv dazugehörig fühlen. Der Träumende sieht sich mit neuen Eindrücken konfrontiert. Das Ausland ist oft die eigene fremde Gefühlswelt im Inneren der Person. Verweist auf Ausflüchte hin.
Hier können vorkommende Traumsymbole oder Stimmungen der vorkommenden Personen Aufschluss über den eigenen inneren Konflikt geben. Autobahn. Stellt den Lebensweg dar. Lässt den Status der Gegenwart oder das bisher Geschehene simulieren. Der Träumende bewegt sich rasant vor, kann aber auch im Stau stehen. Die Autobahn kann eine Rekapitulation zum Ende des Jahres hin zum Ausdruck bringen, kann aber auch die Verortung im Job darstellen, Beförderung oder das Durchsetzen gegen die Konkurrenz. Je nachdem, worauf der Fokus in der Gegenwart liegt, ändert sich Inhalt und Dynamik auf der simulierten Autobahn. Den Hörbericht gibt es auch zum Nachlesen unter mysteryfacts.com. Link in der Videobeschreibung. Bis nächstes Mal. Man hört voneinander.